So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Magic the Gathering Arena. Ich bin ehrlich, beim letzten Mal lief's nicht. Ne? Wir haben es alle gesehen. Ich habe hier mein Setup auseinandergenommen. Alles ist explodiert. Ihr habt es mit erlebt. Ansonsten, falls nicht, unten ist auch nochmal die Playlist verlinkt von allen Magic-Videos bisher. Wir haben letztes Mal, beziehungsweise auch vorletztes Mal, den klassischen Draft Throne von Eldraine gespielt. Das bedeutet, man spielt Best of Three, darf aber nur zwei Partien verlieren insgesamt, bis man raus ist. Heute spielen wir Ranglisten-Draft, was aus zwei Perspektiven vielleicht besser ist. Einmal ist es Best of One, das heißt ohne Side-Deck und ein bisschen, ja, ist dadurch nicht ganz so competitive, würde ich sagen. Würde ich behaupten, weil mit Side-Deck ist natürlich nochmal ein bisschen, ne? Man darf insgesamt drei Matches verlieren. Es ist günstiger. Und man kann bis zu sieben Siege fahren. Und das machen wir heute. Das machen wir. Ich löt mal rein. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich hatte gesagt, das hat drei Gründe. Was war denn jetzt der dritte? Ja, egal. So, Rinder mit. Achso, günstiger? Gut. Also, wir fangen an. Was spielen wir denn heute? Was ist denn das? Immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, fügt die Eisenfels-Pyromagierin einem Ziel deiner Wahl drei Schadenspunkte zu. Ja, das zielt ja sehr darauf ab, dass man viele Effekte hat mit zusätzlich Ziehen. Ja, was nehmen wir denn hier? Ja, ich glaube, ich hätte mal Bock auf Rot. Also sie ist halt richtig lecker. Paladin ist okay. Irgendein Junker. Oh, wir können auch auf Flatterfuchs gehen. Falls wir den bekommen. Boah, da hätte ich Bock drauf, aber sie ist, glaube ich, gerade der beste Pick. Also auf Flatterfuchs zu bauen, ohne den Flatterfuchs zu haben, ist, glaube ich, done. Erzeuge ein Speisespiel. Immer wenn du ein Speiseopfer also. Okay, krass. Das ist so ein bisschen Card Draw. Das ist gut. Das ist eine gute Karte. So ein bisschen auf Kontrolle. Beim letzten Mal haben wir von Weiß-Rot auf den Sack bekommen. Ziehe zwei Karten. Aber man muss eine Karte abwerfen. Boah, ist auch gut, ist auch gut. Card Draw ist immer gut. Und ist spontan, aber kann man den Gegner zumachen. Also Spur aus Brotkrumen. Oder Verlockung der Möglichkeiten. Oder Gefangen im Turm. Ja, ich würde heute mal Multicolor probieren. Das Ding ist, Gefangen im Turm ist, glaube ich, ein bisschen drüber, wenn man eh schon rot spielt. Weil wir haben ja letztes Mal gemerkt, es gibt ein paar Zauber, die Schaden verursachen. Womit man auch Control spielen kann. Ich mach mal den Card Draw hier. So, er hier ist gut. Den kennen wir vom letzten Mal. Doppelschlag ist immer nice. Bis zu drei Kreaturen deiner Wahl können diesen Zug nicht blocken. Darunter alle Mauern. Eine blockende Kreatur deiner Wahl 7-7. Ja, nehmen wir den Rimmsteinritter, wa? Oder tobende Blutkappe. Den mit ein paar. Guck mal, den mit ein paar Verzauberungen. Den mit ein paar Verzauberungen ist halt bockstark. Aber er ist halt auch geil, weil du kannst halt 4 den Gegner outplayen mit plus 2 plus 0 und dann ihn selber spielen. Und der kostet auch nur 2 Mana. Nehmen wir. Der ist schon ganz solide. So, was haben wir hier? Ich gucke mir erstmal Roten ein. Du kannst eine Karte abwerfen, falls du dies tust, ziehe eine Karte. Wirf eine Karte ab, ziehe eine Karte. Okay. Übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl mit umgewandtem Mana-Kosten von 3 oder weniger. Enttappe die Kreatur, sie hält alle bis zum Ende des Zuges. Wow.
auch lecker. Bestimmt eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Ist übrigens eine Hexerei. Das heißt nur im eigenen Zug. Ja, macht doch Sinn. Was laber ich? Bestimme eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst und eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Die Kreatur, die du kontrollierst, erhält +2/+1 bis zum Ende des Zuges, falls sie ein Ritter ist. Dann bekämpfen die Kreaturen gegeneinander. Okay, und wenn nicht, dann kämpfen die einfach so gegeneinander. Das heißt, man kann sehr gezielt Board clearen. Das ist sehr nice. Ich könnte jetzt aber echt langsam auf Weiß gehen, weil ich bekomme hier gute weiße Karten. Der Flankenangriff fügt einer angreifenden oder blonden Kreatur deiner Wahl so viel Schadenspunkte zu, wie du Kreaturen kontrollierst. Gefangen im Turm ist halt auch richtig lit. Boah. Und das ist Raub des Erstgeborenen, klingt auch lecker. Aber da kann halt immer noch der Gegner gucken, was er macht. Und es geht auch nur auf billige Kreaturen. Und man kann... Ich glaube, mir gefällt Flankenangriff oder Gefangen im Turm besser. Gefangen im Turm. So. Oh, Doppelschlag. +1/+1. Oh, die ist richtig gut für Draft. Auch geil. Ach so, nur für Ritter. Flankenangriff nochmal. Glänzende Rüstung. Gerade für Ritter gut. Er ist auch gut. Goblin-Ritter. Habe ich denn schon Ritter? Ja, sie hier, ne? Und er. Ich habe ein paar Ritter. Glänzende Rüstung schon. +0/+2 und Wachsamkeit. Auf dem Ritter umsonst und aufblitzen. Aufblitzen ist auch... Aber er hier ist too strong. Den nicht. Aber die anderen Karten waren auch echt gut. So, was haben wir hier? Zwergenmine. Erzeuge einen 1-1 roten Zwerg. Kreaturenspielstein, okay. Die ausgewählte Kreatur hält +1/+0 und hat Eile. Boah, ist nicht so krass, oder? Für 2 Mana 1 ausrüsten. Oh, er. Ja, den kenne ich. Der hat mir... Ja, den hier war. Flugstunde. So, nochmal Rimmsteinritter, Zwergenmine nochmal. Silberflammenritual ist nur bei Mono-Weiß richtig stark. Glänzender Schuh. Ja, dann nehmen wir nochmal den Rimmsteinritter. Der Schwefelbombentribok fügt deinem Gegner einen Schadenspunkt zu. Immer wenn du einen Ritter unter der... Und ich kann den immer enttappen, wenn ein Ritter ins Spiel kommt. Einem Gegner bedeutet ja auch einer gegnerischen Kreatur, richtig? Nee, das wäre dann ein Ziel deiner Wahl. Okay, also ein Gegner bedeutet nur auf dem Spieler. Das ist nicht so geil. Boah. Mal den. Dann nehmen wir Rohling. Lebkuchenrohling kann in diesem Zug außer von Kreatur mit Eile nicht geblockt werden. Nehmen wir. Wappenbanner. Oh, das hatte ich eben schon mal und ich habe gar nicht, ich dachte irgendwie, es wäre eine, das ist ja ganz gut. Ist ja ganz gut. Geliebte Prinzessin. Auch ganz nett. Zeuge ein Mana in beliebigen Farbe. Ja, nö. Oh, und da ist nochmal Raub des Erstgeborenen. Waffenständer. Ja, go. Okay, so. Ah. Die haben wir letzte Mal nach dem Draft gezogen aus dem Booster. Silberflammenjunker ist, glaube ich, gut. Oh, das ist gut. Sengendes Speerfeuer. Ja. Oder der Silberflammenjunker. Aber wir haben sehr viel Two-Drops. Ich nehme das Sengendes Speerfeuer. Archon, jugendlicher Ritter. Langsam kennen wir die Karten, ne? So, hier haben wir noch einen Mensch-Ritter 4-1.
Falls drei oder mehr rote Mana ausgegeben wurden, um diesen Zauberspruch zu wirken, kommt der Funken im Paladin mit plus 1. Ja, gut, 4-1. Crap. Crap. Ja, nehmen wir den Archon. Nehmen wir. Aber ich glaube, es wird weiß-rot, tatsächlich. Oh, da hätten wir jetzt nochmal das sengende Speerfeuer. Wir hätten hier einen Rimmsteinritter. Stärkender Proviant wäre gut. Was ist das für ein Paladin? Ah. Adamant ist immer so eine Sache, wenn man nicht Mono spielt. Also eine Farbe. Weil Adamant ist ja... Ne, da brauchen wir halt... Ne, ihr wisst. Habt ihr jetzt zu Genüge mitbekommen. Schädelrahmen-Ogre? Immer wenn eine Schädelrahmen-Ogre einem Gegner Schaden zufügt, wirft jener Spieler eine per Zufall bestimmte Karte ab. Falls der Spieler dies tut, zieht er eine Karte. Oh. 4-3 für 4 Mana. Wir haben einige 4er-Drops schon. Ich glaube, ich nehme nochmal das Speerfeuer. Tatsächlich. Das knallt halt gut rein. Wir haben sehr wenig Weiß bisher. Da muss ich ein bisschen drauf achten. Aber wir haben noch ein paar Sachen, die noch kommen können. Kann ich das schon mal wegtun, der Übersicht halber? Also, tobende Blutkappe? Ja? Ja? Justieren? Ich habe ein paar Ritter. 1, 2, 3, 4. Und ansonsten wäre es auch ganz okay, weil man ja auch gezielt Sachen ausschalten kann. Aber der ist halt auch geil, wegen Doppelschlag. Und dann kriegt er noch hier... Weiß ich nicht. Ich nehme es mal mit. Ich glaube, es ist schon eine sehr nützliche Karte. Und nochmal Speerfeuer. Ich glaube, nochmal Speerfeuer. Ich glaube, das wäre ein bisschen over the top. Stattdessen so ein Flankenangriff? Ja. Bisschen, ne? So, man könnte jetzt hier nochmal einen Rohling nehmen. Man könnte auch nochmal Ritter, einen Rimmstein-Ritter nehmen. Stärkender Proviant nehmen wir jetzt. Zack. Geil. So, oh, nochmal der Feuer. Oh, das sind alles gute Karten. He is too good, Alter. Kein Spieler kann mehr als eine Nicht-Kreatur zum Spruch. Okay, das ist nicht gut für mich. Goblin-Krieger. Ja, er ist zu krass, Mann. Oh, der Junker. Ja, der Junker. Also langsam ist das tatsächlich ziemlich gut, weil ich ziemlich viel Ritter habe. Aber er ist auch gut. Und er ist auch ein Ritter. Wie viele 2-Drops haben wir denn? Boah, einige. Einige. Ich glaube, wir nehmen Turniergelände tatsächlich, oder? Boah. Das Ding ist, Erschlag ist halt richtig gut für einen 2er-Drop. YOLO! Stärkner Proviant. So, hier können wir jetzt nochmal tobende Blutkappe nehmen. Groß wie eine Bohne und gläserner Schuh, okay. So, oh, was haben wir da? Mensch Adliger. Könnten wir spielen, ist weiß. Wenn ein Spiel kommt, bestimme eines. Hellsicht 2. Du erhältst 3 Lebenspunkte. Schicke eine andere Kreatur deiner Wahl, die du besitzt, ins Exil. Bringe sie zu Beginn des nächsten Endsegments unter deine Kontrolle ins Spiel zurück. Ja. Der ist schon ziemlich gut. Wir haben eine Ritterin. Mhm. Ja, ich würde den schon mitnehmen.
So, geliebte Prinzessin wäre. Was ist das hier? Kommt getappt ins Spiel, es sei denn, man kontrolliert ein Gebirge. Und für 3 Mana, Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Das nehmen wir. 2 usefule Rares in der. 3! Ah, ne, schwarz. Schade. Okay, wir könnten hier. Was ist das? Mechanischer Diener? Oh, zieh eine Karte, wenn man. Zieh eine Karte! Wenn man die gleichen Mana verwendet hat. Card Draw ist crazy. Aber das ist auch Card Draw. So, was ist das für ein Drache? Immer wenn der Seedrache ins Spiel kommt oder angreift, kannst du eine Karte abwerfen. Falls du dies tust, ziehe eine Karte. Okay. Ja. Das wäre jetzt nochmal der Ogre. Der sorgt halt für Chaos, ne? Wir haben halt wenig Dreier, oder? Ja, wir haben nur 3, 4, ja. Und nur eine Dreier-Kreatur. Ich glaube, wir brauchen mehr Dreier. 4er haben wir einige, oder? 1, 2, 3. Hey, geht auch. Ach komm, wir nehmen den mal mit. Wir nehmen den mal mit. Blutkappenkeilerei. Fügt eine Kreatur einem Planeswalker deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Falls einer nicht roten bleibenden Karte auf diese Weise Schaden zugefügt wird, opfere ein Land. Ist nur gegen Rot gut. Was ist das hier? Für 4 Weiße? Entweder eine Hexerei, erzeuge 2/1/1 weiße Menschen, Kreaturen, Spielsteine oder die Kreatur 2/2 ist ein Ritter. Kreaturen, die du kontrollierst, haben +1/+1 bis zum Ende des Zuges, wenn man sie tappt. Ich habe sehr wenig weiße Karten bisher im Deck. Ich glaube, ich werde nicht so viel weiße Mana haben. Deswegen. Der ist ganz gut. Zwergenmine. Nehmen wir nochmal den Rimmsteinritter mit, eventuell. Oder der Greif. Ich glaube, der Greif wäre auch gut. Ja. 3/4 fliegend ist solide. Ja. Ist halt, also ja. Kriegt 1/1 bei 3 weiße Mana, aber ansonsten 2/5 für 4 Mana. Ansonsten nochmal die Blutkappen. Das Ding ist, ich habe jetzt gar nicht so viel Verzauberung, Ausrüstung. Also ja, es gibt so ein paar Sachen, die meine Kreaturen verbessern. Aber jetzt nicht so krass, dass die Karte jetzt hier mega gut wäre, ne? Gerade so offensiv. Noch die Holzpuppe nehmen. Oder im Paladin. In den Paladin noch mit. So, glänzende Rüstung wäre ziemlich gut. Ogre-Ritter. Immer wenn er angreift, erhält ein anderer angreifender Ritter deiner Wahl Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges. Okay. Ja, aber die glänzende Rüstung ist hier, glaube ich, herzlich willkommen. Oh, nochmal der Junker. Der ist nice. Oh, wobei. Nee, der Junker ist zu krass. Meiner Meinung nach. Oh, geil. Nochmal stärkender Proviant. Ja. Gut. Geliebte Prinzessin. Oder wir nehmen jetzt eine vagabundierende Burg mit. Aber glaube ich, brauchen wir nicht. Machen wir noch hier Flugstunde. Blutkappe, Zwergenmine, meinetwegen. Okay, so. Das war's. Wir müssen jetzt runterkommen auf 40 Mana. Also wir haben sehr viel Zweier. Das ist halbwegs... die kommt weg. So, wir sortieren jetzt erstmal aus, was auf jeden Fall wegkommt.
Oh, hiervon hätte ich gerne noch eine bekommen. Na gut. Waffenständer. Ja, ich glaube, Waffenständer kommt auch weg. Der Ogre und der würde ich erstmal raustun. Wappenbanner ist nice, Archon ist nice, Turm der Blutkappe zweimal, joa, drei haben wir sehr wenige. Stärke und Proviant bleibt auf jeden Fall drin. Der auch, Junge. Cardraw, Tjostian, joa. Das Ding ist, wir haben sehr, so, der kommt erstmal raus. Wir haben sehr viel Zweier, aber vieles davon sind tatsächlich auch Nicht-Kreaturen. Deswegen drückt das so ein bisschen. Aber da muss noch einiges raus. Die geliebten Prinzessin hier. Raub des Erstgeborenen ist eine Hexerei. Rohling ist ganz cool. Alles sehr gut. Die vielleicht nur einmal rein. Flugstunde. So, Rimmsteinritter könnte ich auch nur einmal. Das geht. Ja. Turm der Blutkampf vielleicht auch nur einmal. Weil die sind ganz nett, aber mein Deck zieht jetzt nicht so krass darauf. Aber ich bin eh noch am Überlegen, wie ich überhaupt gewinnen will. Ich meine, ich habe viel. Also ja. Ja. Ich habe recht viel. Wobei es geht. Ich habe gar nicht so viel Kontrolle. Ja, geht. Ja, doch, eigentlich schon. Viel auf Ritter. Pack mal eine Blutkappe raus, glaube ich. Sag mal, die Mana passen sich automatisch an, ne? Wenn ich hier Karten raustue, oder? Oder? Ja, okay. Gut. Dann kommt ihr wieder rein. Und ihr kommt wieder rein. So. Ja, ich glaube, geliebte Prinzessin kann tatsächlich weg. Dann haben wir halt nur ein. Ah, dann haben wir nur einen potenziellen Starter. Das ist eigentlich nicht so gut. Da muss sie eigentlich schon rein. So, bei zwei Mana gehen wir richtig ab. Da haben wir richtig viel gute Optionen, um Kontrolle auf dem Feld zu erlangen. Bei Dreier bauen wir ein bisschen auf, aber vor allem bei den Vierern kommt dann wieder sehr viel Action und Fünfern. Siebzehn Mana. Pff, Leute, was hauen wir raus? Wie viele Zweierkreaturen haben wir denn? Wir haben nur 15 Kreaturen. Das ist ultra wenig. Wobei. Ich glaube, den hau ich raus. Justieren. Verlockung der Möglichkeiten. Ich spiele generell. Ja. Also ich habe ein viel schlechteres Gefühl tatsächlich als beim letzten Mal. Ja. Und ich bin gerade echt, ihr merkt es, ich habe Probleme auszusortieren. Ich ist ja echt gut. Hau ich Justieren raus? Verlockung der Möglichkeiten. G-
Glänzende Rüstung ist halt eine defensive Variante. Aber durch Aufblitzen und bei Rittern instant umsonst anlegen, ist es schon echt gut. Gefangen im Turm ist halt echt lit. So, es nimmt einfach eine gegnerische Kreatur komplett raus. Das sind alles gute Zweierkarten. Flugstunde vielleicht raus. Ja. Es ist super schwer. Es ist super schwer. Ja. Schwierig. Ja, ich muss bei den Zweiern was machen. War eigentlich auch nicht unbedingt, weil es sind nicht so viele Kreaturen. Sind eigentlich bei den Zweiern habe ich nur 5 Kreaturen. Also 5 von den 12 Zweiern sind Kreaturen. Ne, 6. Oder 7? Ne, 2, 4, 6, 8. Ja, okay, das ist doch ordentlich. Okay, dann hau ich da was raus. Wahrscheinlich am ehesten tatsächlich der jugendliche Ritter. Und vielleicht dann doch ein Rimmsteinritter. So, jetzt sind wir auf 46. Ich muss unbedingt auf 40 kommen. Beim letzten Mal. Turm ne Blutkappen. An sich ganz cool. Aber vielleicht auch Crab. Ja, wobei, wenn man da ein bisschen stärkender Proviant hat, die glänzende Rüstung und dann die vielleicht verbessert mit so einem Silberflammenjunker, das knallt schon richtig. Oder hier, der hier auch in Kombo. Ist schon. Ich würde den sogar noch einmal mehr reintun, damit wir mehr Dreier haben. Genau, das sieht ein bisschen gesünder aus. Es ist super schwer, Leute. Es ist so schwer. Ich würde ein Einser raustun. Die geliebte Prinzessin. Einmal raus. Es ist super schwer. Es ist super schwer. Den Greif raus. Fliegende ist so ein bisschen das Problem bei mir, ne? Was mache ich gegen Fliegende? Da habe ich auch nichts. Ich meine, gut, ja. Ich glaube, ich würde so mal starten. Mit 43 Karten. Wir gehen mal rein. Ja. War jetzt für mich sehr knifflig. Hat auch ein bisschen länger gedauert. War nicht so einfach wie letzte Mal. Aber macht ja nichts. So. Wir haben einen beschissenen Start. Das sieht besser aus. Das sieht viel besser aus. Okay, das können wir spielen. Easy. Das Gute ist, das ist jetzt Ranglistendraft. Das bedeutet, dass die Leute jetzt auf einer Kack-Elo spielen, weil ich bin da unranked quasi. Das heißt, die Leute, gegen die wir spielen, die sind hoffentlich richtig scheiße, aber ich bin mir nicht sicher. So, wir fangen an mit der geliebten Prinzessin. Lebensverknüpfung 1-1. Kann nicht geblockt werden von Kreaturen mit Stärke 3 oder mehr. Das ist schon mal ein guter Start. Wir spielen nicht den Junker, weil das Abenteuer ist halt richtig stark. Wir spielen lieber den Rohling. Greifen mit beiden an. So. Jetzt muss ich Mana ziehen, bitte. Okay. Ja, okay. Kein Mana.
Ich könnte nur blockbar machen. Ich greife wieder. Ja, ich mache nur blockbar und greife mit beiden an. Gut. Ja, da kriege ich einen Lebenspunkt. Cool. Und er hat noch einen aufs Maul bekommen. Ja, ich habe einen Mana weggepackt. In der Hoffnung, dass ich wenigstens in 3 Zügen oder in 4 einen Mana ziehe. Ist leider nicht passiert. Ne, 2 Züge hatte ich jetzt. Ne, 3 Züge hatte ich. Oh, scheiße. Ja, jetzt ist krass, er ist sehr defensiv unterwegs. Sehr, sehr defensiv. Nice. So. Turm der Blutkappe, I guess. Oder steckender Proviant. Steckender Proviant. Ja. Ja. Und dann kann ich mit der Turm der Blutkappe... Ja, wobei. Dann kann die nächste Zug schon angreifen, theoretisch. Aber ich komme da eh noch nicht durch. Wobei, wenn ich ihr das hier gebe, schon. Ja, das ist geil. Aber dann erst übernächsten Zug. Ja, machen wir erstmal so. Dann überlebt sie auch die Spinne. Das ist gut. Aber ich kann ihn nicht unblockbar machen. Wieso kann ich... Ne, ich kann das nicht aktivieren. Doch, ich kann mit ihm angreifen. Ja, ist cool, krieg ich einen Lebenspunkt. Nice. Okay, läuft ganz gut. Nicht smooth, weil wir stellenweise 2 Züge keinen Mana hatten. Aber... Was hat er für ein Deck, Alter? Oh. Okay, cool. Spiel Blutkappen. Später. Ich meine erstmal unzerstörbar. Unblockbar. Dann greifen wir mit ihm an. Ah, das tut weh. Scheiße, er ist ja gar nicht unblockbar. Er kann nur nicht geblockt werden. Ja. Ah, da hat er aufgepasst. Ich könnte ihn jetzt noch opfern und 3 Lebenspunkte kriegen. Aber ich will die Blutkappen spielen. Ja, das war fettes Missplay von mir. Passiert. Oh, ich hätte ihn stärker machen können. Aber ich will mir das lieber mit der Blutkappe aufheben, tatsächlich, um da die Defensive auseinander zu bumsen. Der ist wichtig, weil sonst komme ich da nicht durch auf lange Sicht. So. Weil dann hat er nämlich... 3, 5 und macht 6 Schaden dadurch. Und dann ist die Spinne Schrott. Genau. Und dann renne ich da durch. Es sei denn, jetzt kommt noch was. Ach, Scheiße. Hey, wait a minute. Das ist für 4 Mana ein 5-5er. Und zusätzlich kann er von Rittern nicht geblockt werden? Wie fucking OP ist die Karte? What the fuck? Ich block mal nicht. Warte mal, ich kann ihn doch killen mit 6 Schaden. Aber dann stirbt das Vieh. Ja, er ist getappt. Erstmal einmal blocken. Ja, noch kann ich es verkraften. Noch kann ich es verkraften. Er ist getappt. Okay.
Lass uns mal durchdenken. Er greift den nächsten Zug wieder mit ihm an. Ist ein Ritter. Er kann den nicht blocken. Das heißt, theoretisch... Also, ich mache jetzt erstmal die Spinne kaputt. Ja. Ja. Er blockt nicht. Kriegt er 2 aufs Maul. So würde er 6 aufs Maul bekommen, wäre auf 11 Leben. Dann würde er nächste Runde aus Angst blocken. Schätzungsweise, weil und wenn ich es nochmal mache, wäre er auf 5 Leben. Oh, das ist jetzt tough. Das ist sehr tough. Ich könnte das auch zweimal auf sie spielen. Dann wäre sie auf 5 Schaden. Dafür bräuchte ich aber noch 2 Mana. Ach, lol. Gut, dass ich das jetzt gecheckt habe, dass Doppelschlag nicht einen Spieler zweimal angreift. Weil Erschlag da nicht wirkt. Okay. Achso, nee, jetzt kommt der zweite Angriff. Ah, wollte schon sagen, hä? Gut, dann spiele ich jetzt nochmal Blutkappe. Und halt noch einen Zug durch. Okay, jetzt kommt es sehr drauf an. Er hat noch so viele Handkarten. Problem ist tatsächlich das scheiß Banner. Hätte ich das, sähe es richtig gut für mich aus. Also ich habe das ja einmal drin, aber... Aha. Aha. Er hat grün, by the way, ausgewählt. Er hat einmal noch offen. Also damit kill ich ihn. Und er killt mich nicht. So. Er hat nächsten Zug nichts zum Blocken. 2, 4, 5, 6, 7 Schaden. Ich krieg jetzt aber 8 aufs Maul. Dann habe ich 9. Aber dann kann ich immer noch viel blocken. Mache ich. Ich kann immer noch mein Proviant auch opfern. Das kostet 1 Mana. Alter, mir fehlt 1 Mana. Das darf nicht wahr sein. Damit könnte ich gerade all meine Probleme in Luft auflösen. Shit. Hätte ich 1 Mana mehr, hätte ich dieses Spiel gewonnen. Schon lange. Scheiße. Spätestens jetzt. Oh, ist das unlucky. Ich glaube, wir müssen jetzt die 2 Junker raushauen. Einfach damit wir was zum Blocken haben. Nee, warte mal. Ach, nee, wir haben zu wenig Mana. Scheiße. Ja, 2 Junker raushauen. Auf Mana hoffen. Ich habe nur ein weißes, heilige Scheiße. Okay. Mit ihm würde ich ihn dann blocken. Mit ihr ihn. Und die kommt durch. Ich greife nicht an. Und dann opfere ich das, bevor ich dran bin. Kriege ich nochmal 3 Lebenspunkte. Oh, er hat einen Mana bekommen. Ja, das war's dann komplett. Shit. Ah, ich glaube, ich habe auch ein ziemliches Kackdeck gedraftet. Ah. Okay. Ja. Ja. Scorps. Scorps wie gesprungen.
Ja, aber man muss auch sagen, tatsächlich. Warte mal. Trampelschaden. Ja, ich bin tot. Tatsächlich. Ja. Bin ich tot? Nee. Doch. Der zweite Angriff kam noch nicht. Kriegen alle Trampelschaden? Okay. Bronze 4, meine Damen und Herren. Okay, wir gehen direkt ins nächste Game. Aber unlucky. Aber ich. Ja, war das so ein tödlicher Fehler, dass ich am Anfang das Mana wegwerfe? Ja, wahrscheinlich. Ich darf da einfach kein Risiko. Ich glaube, ich war da zu gierig für einen perfekten Run bis 4 Mana. 3 Mana. Ich glaube, man darf halt echt nicht zu gierig sein. Im Draft. Ravnica. Warum spiele ich hier gegen Silber irgendwas? Hören Sie mal. Ich bin Bronze 4. Jetzt will ich aber auch scheiß Gegner. Was ist denn jetzt los? Ist hier irgendwie. Boah. Gut. Wir wissen, wir haben sehr viel Zweierdrops im Deck. Da spekuliere ich jetzt. Wenn wir jetzt zwei. Ja, ich mache jetzt hier nicht wieder irgendeine risky Scheiße. Ich kann damit arbeiten. Aber es liegt wieder in Gottes Hand. Rolling und rein. Ich muss jetzt bitte eine Zweierkarte holen. Wir haben so viel im Deck. Jetzt muss doch. Gut, immerhin konnte er auch nichts spielen. Ah, wobei, vielleicht wirkt er jetzt noch Spontanzauber. Okay, jetzt als nächstes das Banner. Und ich glaube, ich würde tatsächlich. Lol, okay, bei ihm läuft es ja richtig scheiße. Ich denke, ich würde rot auswählen. Einfach weil ich mehr rote Kreaturen habe. Bei ihm läuft es ja richtig scheiße. Holy shit. Ich würde gerne wissen, welche Elo er hat. Kann man das echt nur am Symbol erkennen? Ah, okay, daran lag's. Er spielt Multicolor und hatte kein weißes Mana. Anscheinend hat er richtig Pech. Das gehört zu Magic leider dazu. Was heißt leider? Das macht's halt so dramatisch immer. So. Böse Stiefmutter. Wenn die böse Stiefmutter ins Spiel kommt, kannst du sie einer anderen Kreatur, die du kontrollierst, 2 Schadenspunkte zufügen lassen. Falls du dies tust, sie eine Karte. Okay. Gut. Hä, dir selber oder was? Wollte schon sagen. So. Ja. 4 Mana. Archon. Und für 1 Mana machen wir so einen Ino und Blockbar. Und greifen an. Und jetzt als nächstes spielen wir Sengendes Sperrfeuer, denke ich. Er hat halt Weiß im Deck, das ist ziemlich nice. Kreaturen können weder dich noch Planeswalker, die du kontrollierst, angreifen. Es sei denn, ihr Beherrscher bezahlt 1 für jede dieser Kreaturen. Boah, das ist schon echt. Oh, jetzt muss er 1 bezahlen. Ja. Lass ihn mal durch. Okay. Ja, die muss weg. Die böller ich weg. Aber geiles Artwork. Mit dem. Ist das eine Katze oder ein Äffchen? Oder ist das irgendeine. Fledermaus? Ich glaube, es ist eine Fledermaus. Aber ich sehe keine Flügel. So, macht er oder? Du bist dran. Ja, sieht gut aus für mich soweit. Aber ich sollte es nicht jinxen. Todesberührung. Der hat so viel Widerstand wie Ritter.
Goldenes Ei? Ziehe eine Karte. Opfere goldene Erzeuge Mana. 3 Lebenspunkte. Okay. So, was hat er noch? Immer wenn der angreift, erhalten andere Ritter deiner Wahl, den du kontrollierst, und zerstört. Okay. Aber warte mal. Okay, nee. Ist cool. Ja. Ich glaube, ich hau jetzt die Stiefmutter weg. Der ist ja weiß. Hat dann mein Archon Schutz vor ihm und vor Todesbedrohung? Ich weiß es gar nicht. Ja, wir hauen mal die Stiefmutter weg. Wobei, das können wir in seinem Zug machen. Für 5 Mana, okay. Dann war das so. Aktivieren seinen Effekt. Und greifen mit beiden an. Der ist ja fliegend, ne? Gut. Ja. So. Gut. Dann machen wir gleich das hängende Speerfeuer. Ich hab das rote Mana verwendet. Oh, bin ich blöd. Kriegt er kein. Oh Gott. Ja, ja. Okay, was macht er? Mhm. Muss 2 Mana bezahlen. Das ist echt bitter, dass ich dann jetzt. Warum muss ich das Wappen nehmen? Warum? Brainlag. Übel. Aber immerhin ist sie weg. Kriege 2 Schaden, das ist okay. Ich würde mit dem Rohling jetzt tatsächlich nicht angreifen, um ihn halt zu challengen, dass er da nicht so einfach mir 2 Schaden machen kann. Um mit dem Archon weiter Druck auszuüben. Ja. Und ansonsten hoffen wir jetzt, dass ich jetzt was Gutes ziehe. Mal nochmal ein bisschen mentalen Druck. Oh nee, was? Was? Jetzt sogar einen 2-2 weißen Ritter mit Wachsamkeit. Uff. Okay. Ich spiele jetzt erstmal Mana. Dann spiele ich Verlockung der Möglichkeiten. Würfen Gebirge ab. Und ziehe 2 Karten. Geil. Das ist sehr gut. Aber wir greifen erstmal an. Schaden. Ich spiele mal die tapfere Amena. Ja. Okay. So, und der Lebkuchen, den können wir jetzt opfern für irgendeine Scheiße. Ja. Blocken halt. Ja, der wird unzerstörbar. Okay, er muss aber 2 Mana zahlen. Nice. So. Wie war das jetzt nochmal genau? Immer wenn diese Karte. Achso, oder ein Spontanzauber oder eine Hexerei. Einem Spieler Schaden zufügt, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek in Exil. Du kannst jene Karte in diesem Zug spielen. So, jetzt kommt das Pony. 3-3 Wachsamkeit. Aha, okay. So, jetzt hat er sehr viele Kreaturen, aber er kann nicht angreifen. Er kann nicht angreifen. Also, er muss das Ei opfern. Okay. Wie machen wir das? Kann er blocken, kann er blocken. Schwierig. Ja, ich glaube, ich tapp sie, um ihm Schaden zu machen. Wobei, mit Proviant könnte ich alles von ihm blocken, außer den Kommandanten. Ja, dann mache ich. Dann mache ich jetzt erstmal Verlockung der Möglichkeiten. Werf die Ebene ab. Auch gut. Der Greif ist auch gut, aber ich will alles. Töten, Amena. So.
Jetzt greifen wir mit dem Archon an. Und mit dem Rest können wir dann blocken. Er kann nicht mit einem angreifen, weil er dank dem Archon bezahlen muss. Und notfalls können wir im Endturn mit ihr nochmal Schaden machen. Oder den Rohling killen. Das ginge auch. Weil ich krieg das ja nur in dem Zug. Ja. Okay. Mein Deck ist richtig crap, muss ich sagen. Also, im Vergleich zum letzten Mal. Und letztes Mal hatte ich da jetzt so Pech. Holy shit. Wobei, letzte Runde hatte ich auch Pech. Aber mein Deck ist auch crap. Ja. Aber jetzt, wenigstens muss ich sagen, so nach 2 Drafts hat man schon sehr viel von der Edition mitbekommen. Man lernt einfach super viele Karten kennen. Und dadurch wird man dann, glaube ich, beim Deckbauen einfach immer besser. Ihr habt schon eben gemerkt. Was ist mit ihm? Er greift nicht an. Oder doch? Ah, er hat was auf der Hand. He has something on the hand. Oh, doch nicht. Ich hab Schiss, dass er was auf der Hand kann. Sie darf halt eigentlich nicht sterben. Aber ich habe sie gerade als Blockerin auserkoren. Achso, er macht ihn unzerstörbar. Hä? Er macht ihn unzerstörbar, aber er greift doch gar nicht an. Ja, dann hat er 100 Pro was auf der Hand, um mit ihr, mit dem Einhorn was zu machen. Hm. Ich glaube, dann kriege ich jetzt einfach... Wait a minute. Ja. Dann blocke ich einfach mal das Einhorn. Kriegt 2 Schaden. Das geht noch. Und im Endturn mache ich den Rohling kaputt. Jetzt kann er noch was spielen. Na, was machst du? Ich hatte zu viel Respekt, dass er da noch was hat. So. Machen wir das. Also ich denke, dafür, dass ich hier Bronze 4 bin und hier gegen einen Spieler spiele, der weit über meiner Elo ist, läuft das ganz gut. Was passiert denn jetzt? So, meine Lebenspunkte. Okay. So, jetzt würde ich die Speise noch opfern. Und dann bin ich dran. Okay, also. Wir spielen den Greifen. Aber nee, wir haben 4, 7, 8 Mana. Ja doch. Geil. Reicht. Nice. Ah, ich hätte vielleicht... Warte mal, machen wir das gleich. Ich greife mit beiden an. Ich könnte mit einem angreifen. Ich habe genug Leben. Pass mal auf. 3, 6. Ich hätte das hier zuerst machen sollen. Egal, ich mach's jetzt. Oh, das hätte ich eben mit dem Endturn machen können. Dann wäre er jetzt tot. Lol. Habe ich nicht gesehen. So, oberste Karte meiner Bibliothek wird jetzt ins Exil geschickt und ich kann sie spielen. Sehr gut. Diese sehr gut. Weil die hat 2-3. Doppelschlag und... Ne? 2-3. Und bald 2-4. Wieso kann ich mit dem Greifen nicht angreifen? Ach, den habe ich ja diese Runde erst gespielt. Ja. Okay. Stimmt, den habe ich diese Runde erst gespielt. Okay, dann nevermind. Vergiss, was ich eben gemeint habe. Und ich hätte... Nee, ich hätte ihn nicht kennen können. Was laber ich? Alles... Blau?
Hä? What is happening? Man muss aber auch sagen, dafür, dass er so einen beschissenen Start hatte. Ich meine, er hat erst in Runde 3 was gespielt. In seinem dritten Zug. Dafür hält er mich hier ganz schön hin. Das muss ich mal als erstes machen, wenn ich das machen will. Ich war da so uneinig mit ihm. Auf der einen Seite sage ich, wird jetzt mein Blocker, dann blocke ich nicht. Und dann benutze ich ihn, um den Dings zu zerstören. Ich habe ja eine Kreatur deiner Wahl. Okay. Okay, wen machst du unzerstörbar? Hey, den kill ich doch jetzt einfach mit Erstschlag. Todesberührung kommt da gar nicht zum Einsatz. Aha, aha. Und du musst auch Mana bezahlen. Das hier wäre, glaube ich, even, ne? Weil er macht ihm 2 Schaden, dann ist er 3-1 mit dem Erstschlag und dann traden die. Aber ich habe genug Leben. Ich nutze ihn lieber offensiv, weil der zerbumst hier halt alles, außer das Einhorn. Ja, geil. Okay. Ah, das ist halt bitter. Ist jetzt nicht enttappt. Ja. Aber... Ah ne, er enttappt nicht. Oh, lol. Okay. Hohoho. Okay. Das ist richtig lecker. Der 3-4. Dann hätte ich noch genug für Proviant. Machen das erstmal so. Mhm, ja. Oh. Mal ein stärkender Proviant, einfach just to be sure. Dann machen wir Tjostir auf seinen Kommandanten. Und nach meiner Logik müsste er jetzt auf jeden Fall drauf gehen und meiner müsste überleben. Der hat zwar Todesberührung, aber meiner hat Erstschlag. Also Doppelschlag beinhaltet ja Erstschlag. Er hat Schaden bekommen. Warum hat er Schaden bekommen? Weil Tjostian quasi kein richtiger Kampf ist. Ja, wobei, dann kämpfen die Kreaturen gegeneinander. Ah, nee, okay. Wenn 2 Kreaturen gegeneinander kämpfen, fügen sie sich... Ah, okay, also... Bei sowas... Hä, aber dann gilt da auch nicht Todesberührung. I don't get it! Gut. Dann greifen wir jetzt an. Hey, ralle ich nicht. Warum ist denn meiner gestorben? Todesberührung. Eine beliebige Menge Schadenspunkte, die eine Quelle mit Todesberührung einer Kreatur zufügt, sind ausreichend, um sie zu zerstören. Das gilt, aber nicht Doppelschlag. Weil es kein Kampfschaden war, wahrscheinlich. Weil Tjostian Kämpfen macht. Und Kämpfen macht einfach nur... Sie fügen sich nicht Kampfschaden zu. Ah, boah, der Magic ist so komplex. Ammoniak. So, rein jetzt. Oh. Ich gewinne aber trotzdem. Also, keine Ahnung, wie er das überleben will. Er müsste meine Sarah wegbumsen hier. Die Tapfere. Aber die ist tapfer. Das geht nicht so einfach. Okay, aber anscheinend will er nicht aufgeben. Was macht denn der, wenn er kommt? Immer wenn die Eiskönigin einer Kreatur Kampfschaden zufügt, tappe die Kreatur. Gilt nicht bei Kämpfen. Ja, aber wieder was gelernt. So, was passiert jetzt? Was willst denn du? Willst du mir ganz viel Schaden machen, oder?
ja. Zwei Mana, okay. Was passiert? Okay, ja, da hast du es mir jetzt nochmal gegeben. Das ist nicht nur deine Zeit, das ist auch meine Zeit und die Zeit von euch, die hier gerade flöten geht. Also unerhört. Ja, dann bin ich ein bisschen toxisch jetzt. Ja, was heißt toxisch? Ist es ein schlechter Verlierer? Würdet ihr sagen, das ist ein schlechter Verlierer? Ihr könnt ja wenigstens vorskippen, ich ja nicht. Der hätte mal eher kommen sollen. So, tschüss. Okay, er will weiterspielen. Machen wir es so. Greifen wir jetzt mit allem an. Bitteschön. Aber hartnäckig. Okay, Sieg. Sehr gut. Oh. Noch ein Sieg und wir sind Bronze 3. Ja, eins geht noch, würde ich sagen. Guck mal, ich krieg jetzt schon ein paar Preise, Alter. Achso, das waren meine Quests, ne? So. Nächster, aber jetzt bitte einer auf meiner Elo. Alter, was ist das für ein Name? Was für eine Sprache ist das? Wisst ihr das? Ja. Ja, sind. Ja. I try. Wir haben viele Einser- und Zweierkarten. Verlockung der Möglichkeiten. Kann auch gut sein. Sehr gut. Okay, wir machen Hellsicht, denke ich. Da haben wir ja drei zur Auswahl. Ja. Hellsicht, bitte. So. Aha. Ja, wie gestalte ich meine Züge? Wahrscheinlich tobende Blutkappe, im Zug darauf stärkender Proviant und im Zug darauf Sarah. Ja, dann kann er, glaube ich, weg. Und ich hoffe auf was, ein bisschen Kontrolle oder so. Ja. Grün-Schwarz. Ah, der Junker. Mhm, dann kriegt 1+1 bis zum Ende des Zuges. So. Blutkappen. Ja. Ja, würde ich traden, weil er hat so sein Ding jetzt getan. Okay, lässt er durch. Ja, er ist ihm zu wertvoll. Aber das sind schöne Karten. Ja, wobei die nicht so. Aber die. Die ist halt echt nicht schön. Wenn die vergessene Legion ins Spiel kommt, werden die Hellsicht 2 an. Okay, 2 Dreier. Das war's. Gut. Geist Dritter. Mhm. Okay. Eine Karte gegen Understack. Übrigens, nach dem Match muss ich mal mein Deck überarbeiten, dass ich auf 40 Karten komme. So. Dann jetzt. Stärkender Proviant. Ja. Okay. Okay. Richtiger Junker. Ist er nicht ein bisschen... Was kann so ein Lauch so einen Hammer heben, Alter? Könnte ich nicht. Justier. Mit Justieren könnte ich jetzt einen Junker killen. Ich könnte Justieren aber auch abwerfen für Verlockung der Möglichkeiten, um Mana zu bekommen und die beiden zu spielen.
Aber das kann ich immer noch. Also. Ja. Cool, warte mal. Er hier ist so ein Ritter. Dann ist es so mit. Oh, dann kann ich mit ihm die Legion wegknattern. Geil. Hat dann 4 Leben und macht 3 Schaden. Ehre. Sehr geil. So, und jetzt kann ich auch. Zumindest mit ihm hier mit ihm auch. Hat er Schlag. Aber dann macht er Doppelblock. Aber dann sterben beide. Nö, aber. Oder. Achso, bis zum Ende des Zuges? Ja. Dann würde ich es trotzdem machen, glaube ich. Was ist denn der? Oh, der ist unranked. Der ist ein richtiger Kack. Was? Er blockt nicht? Warum sind die ihm so wichtig? What? Bronze, Alter. Oh ne, warte mal. Ist das. Warte mal, der ist im Höheren. Der ist höherrangig. Ich glaube, der ist, weil der so spitz oben ist. Versteht er? Ich glaube, der hat einen höheren. Oder ist der Bronze 5? Ich bin ja Bronze 4. Gibt es Bronze 5 überhaupt? Warum habe ich generell bei Bronze 4 gestartet? Na gut. Dann hab's mir gesprungen, Alter. Eine Kreatur deiner Wahl erhält +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Okay. Hä? Und dann? Also, ja, cool. Mhm. Ja. Jetzt sind die getappt. Und du kriegst jetzt richtig hart aufs Maul, Bruder. Ey, dass ich einfach kein Mana wiederziehe, ne? Da ist der Wurm drin. Mach das. Mach das, Bruder. Okay, aber ich kann damit rechnen. Mann, ich brauche Mana. Ich hätte die schon hier beide längst draußen haben können. Das ist doch wieder nicht wahr. Ich habe nicht ein Mana gezogen, oder? Doch, eins habe ich gezogen. Was ist er hier? Der Zauberschwöre. Okay, Todesberührung. Ziehe eine Karte, wenn er. Oh Gott. Na, jetzt reicht's mir aber. Oder? Ich könnte auch die Prinzessin und den Junker spielen. Bringt mir nicht viel. Ich könnte den Junker spielen. Nee. Ah. Oh. Nee, kann er blocken. Also nächste Runde greift er mit einem 3-3 an. Nen, boah, nee, er greift nächste Runde mit richtig viel an. Mein Deck ist crap! Amina! Boah, er hat so viel Mana! Kann alles spielen. Opfere eine Speise. Hat er nicht. Gut. Okay, ist auch nur mit ihm? Wait, warum spielt er ihn nicht? Hä? Ja, der ist halt richtig True Bronze, Alter. Aber damit der wegkommt, würde ich den tatsächlich doppelblocken. Oh, nee, Spontanzauber, ich bin dumm. Nur so. Nur so. Das macht nicht Angst. Gut. Gut. Beinahe. Hätte ich beinahe nicht. Ja, ist der Spontanzauber. Mensch. Jawohl. So. Würde tatsächlich erst den Greif spielen, weil. Er hat nichts Fliegendes. Und er hat nur noch 8 Leben. So.
Ja, I guess. This is fine. Ich könnte mit ihm angreifen. Ja, komm. Oh nein. Ah, das wäre aber gut, würde er das tatsächlich spielen. Bei einer Best aus. Aber okay. Gut. War, by the way, ein schlechter Trade. Oh, weiß nicht. Oh, Reichweite. Natürlich. Natürlich. Shit. Scheiß auf den Junker. Eieieiei. Okay, wir greifen erstmal an. Warte mal. 2-2. Hätte die 3? Scheiße. Den blockt er vielleicht mit, weiß ich nicht, irgendeine Karte? Dann mache ich ihn stärker. Ja, aber den blockt er dann einfach mit der Spinne. Ich muss mit beiden angreifen. Wobei, wenn er das auf die Spinne spielt... Nö, dann stirbt er nicht. Dann stirbt er nicht. 2-2, nur die Spinne stirbt auch nicht. Ah, aber er kann... okay. Okay, was passiert jetzt? Okay. 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 Eigentlich ist die... Ja, oh Gott, das ist jetzt ein bisschen... Die Spinne zu zerstören ist wichtiger, weil ich ihn dann mit dem Greif langsam killen kann. Aber wenn ich es auf die Spinne mache, dann spielt er das einfach. Und dann passiert gar nichts, nur... Ja, okay. Okay. Oh, welche Reihenfolge habe ich jetzt ausgewählt? Nice. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt haue ich ihn raus. Der kann ihn blocken. Ah, nee, der kann ja nicht blocken. Oh, scheiße, dann kommt er jetzt durch und er kann eine Karte ziehen. Ei. Aber immerhin ist er raus jetzt. Das war echt belastend, dass er das die ganze Zeit zur Verfügung hatte, ja. Die Junker sind beide weg. Das war ziemlich gut. Das lief sehr gut. Das lief sehr gut. Er hat es halt mit der Reihenfolge verkackt. Tatsächlich. Ich habe erst den Schwächeren angegriffen. Hä, warum greift der nicht an? Ich glaube, er hat nicht gecheckt, dass der ihn nicht blocken kann. Okay, ich würde jetzt Sarah spielen, Amina. Ja. Ja, ja. Okay, ja, und ansonsten chillen wir jetzt erstmal ein bisschen. Und mit Sarah haben wir halt so viel mehr Spielmöglichkeiten hinzu. LOL. LOL. Okay, wow. Immer wenn die Schönheit auf dem Schlachtfeld angreift, er hat alle anderen Ritter, die du kontrollierst, plus 1 plus 0. Er hat keine Ritter mehr, ne? Ne, nur Krieger. Kann ich... Todesberührung. Geht nicht, Bruder. Geht nicht. Er kann eine Karte ziehen. Ei, ei, ei. Okay. Ja, tapp ich. Ah, ich hätte
hätte kein Mana spielen sollen. Was ist, wenn ich jetzt Mana ziehe? Ja, und ich werde ein... Oh, weil jetzt hätte ich einfach das Mana abwerfen können. So eine Kacke. Scheiße. Das lief ganz schlecht. Und ich kann das nicht spielen, wenn ich keine Handkarte habe. Ich dachte vielleicht, dass er dann einfach gar nicht spielt. Okay, ich werde angreifen, weil... Er kann eh nicht blocken. Aber er blockt dann einfach mit der Spinne. Es ist auch scheißegal. Boah, ich krieg's richtig auf die Schnauze. Okay, scheiße. Das war ein katastrophaler Zug. Nicht nur, dass ich Mana ziehe. Nein, ich habe davor sogar Mana gespielt. Aha. Okay. Das war Fail. Das war richtig Fail. Und dann hatte ich auch noch Pech. Oh. Ja, ich lasse das jetzt über mich ergehen. Aktiviere meine Speise. Hm. Warum greift er mit ihm nicht an? Hat der Lack gesoffen? Das ist doch... Bürger ab. Zwei Karten. Was? Ja, ist okay. Zwei Schaden. Geil. Theoretisch Spinne down. Will ich das? Oder will ich lieber hier was zerstören? Ich glaube, ich will lieber hier was zerstören, tatsächlich. Ja. Ey, hätte ich jetzt in den letzten vier Karten, wäre da eine Kreatur dabei gewesen, ich hätte ihn killen können. Wäre alles gut. Alter, ich dachte, dass ich das jetzt noch auf eine andere Karte spielen kann. Aber jetzt ist die Karte weg, weil mein Zug vorbei war. Ich bin so dumm. Also, zwei katastrophale Fehler dieses Match gemacht. Sperrfeuer. Auf ihn. In seinem Zug. Ach du Scheiße. Uff. Ich habe aber auch ein Pech. Also vier Züge hintereinander Mana. In dem... Ich hätte das so easy. Was mache ich jetzt? Wenn er Mensch spielt, habe ich verloren. Nicht Mensch-Kreatur, okay. Baller ich ihn weg? Oder ihn? Was? Ich habe nur zwei rote. Scheiße. Ich habe ein Pech, heilige Scheiße. Was ist das hier eigentlich für ein Pixel gerade? Ich hab ein Pech. Holy shit. Heute ist echt ganz schlimm. Okay, den block ich. Aber dann spielt er was.
Der hat bedrohlich. Der hat bedrohlich. Eieiei, er hat bedrohlich. Das war der dritte Fehler in diesem Match. Scheiße. Okay. Ja, das ist... Aber auch. Also ich habe ein Kackdeck. Ich habe scheiße gedraftet. Also ich meine, in der letzten Folge hatten wir ja schon ein bisschen Pech. YOLO. Es muss ein Wunder passieren. Okay. Bringt mir nicht viel. Ja, das war's. Das war's! Ich kann nur eine Kreatur blocken. Er kann mit allem angreifen. Ich habe nur zwei Leben. Das ist GG. GG. Alter, ich habe, glaube ich, gerade... Ne, ich glaube, das Sperrfeuer war einmal dazwischen, aber ansonsten im Late Game 6 Mana hintereinander gezogen. Das ist halt tödlich. Da kann man nicht gewinnen. Selbst hätte ich... Also ja, ich habe auch einen Scheißdeck. Aber... Das vom Gegner war jetzt auch nicht gerade krass. Aber wir haben ein paar Quests hier abgearbeitet. Gibt gut Asche. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Ich glaube, ich würde diesen Draft tatsächlich offscreen fertig spielen, weil ich finde das Deck so scheiße. Ich habe aber super viel gelernt über die Edition. Ich glaube, es ist auch gut, dass ich unterschiedliche Farben teilweise spiele. Ja. Gut. Das war's für heute. Link zu Magic ist in der Videobeschreibung, ist free to play. Ihr habt gesehen, es gibt ordentlich Quests, wo man richtig absahnt. Ja, und ich kann euch das Spiel nur wärmstens empfehlen. Auch wenn man natürlich manchmal, ja, aber ist ja bei allen Card Games so, nicht wahr? Die Sache mit dem Glück und Pech. Aber ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel, die letzten zwei Folgen. Also das ist schon selten. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Guten Rutsch, Amina.